So, und damit kommen wir jetzt eigentlich zum letzten Abschnitt in dieser Einheit. Das ist das Ergänzen und Verfeinern von Wänden. Und da gibt es diverse Werkzeuge, die wir verwenden können dafür. Und zwar können wir da natürlich mit Fenstern und Türen arbeiten. Das wollen wir uns gleich anschauen. Wir können mit Öffnungen arbeiten. Wenn wir also einfach leere Öffnungen haben wollen, ohne Türen, für die Zusammenarbeit mit der Haustechnik ist es beispielsweise wichtig, dass wir Durchbrüche und Kernbohrungen und sowas in Wände hineinlegen können, oder auch Wandnischen können manchmal wichtige Elemente sein, die wir verwenden wollen. Und mit all diesen Werkzeugen wollen wir kurz mal uns vertraut machen und dann auch noch mit einem meiner meist gehassten Werkzeuge, nämlich dem Werkzeug Wandprofil, bearbeiten. Und das gehen wir jetzt einfach mal Schritt für Schritt durch. Ich gehe wieder hier in meine Ebene 0. Und wir schauen mal, was wir mit dem Wand- und dem Fenster, mit dem Tür- und dem Fensterwerkzeug machen können. Die finden wir hier direkt neben der Wand. Türen und Fenster sind ladbare Familien. Das heißt, wenn ich hier auf Tür gehe und auf Familie laden, und dann hier, dann werde ich hier zu meiner Objektbibliothek gebracht, und wenn ich ein bisschen rumscrolle, finde ich hier einen Ordner Türen. Dort findet ihr also deutlich mehr Türen noch als die, die jetzt im Projekt schon geladen sind, und ich könnte jetzt einfach hier mir eine Tür oder in diesem Fall ein Tor auswählen und dieses öffnen und damit in das Projekt hineinladen. An dieser Stelle sei auch darauf hingewiesen, dass das Internet nur so wimmelt von Revit-Familien. Das heißt, wenn ihr etwas nicht findet in der Objektbibliothek, dann begebt euch doch einfach mal mit Google auf die Suche. Im Skript Nummer 1a sind auch schon ein paar Adressen genannt, wo man diese Suche beginnen kann. Aber normalerweise kommt man mit Google auch relativ weit, wenn man nach Revit Family und dann der entsprechenden Bezeichnung sucht. Das hilft in der Regel schon. So, das Platzieren von Türen und Fenstern ist denkbar einfach. Es geht nämlich nur in Wänden. Das heißt, solange mein Cursor sich nicht auf eine, oder meine Maus sich nicht auf einer Wand befindet, seht ihr, dass ich dieses Stoppschild hier oder Verbotenschild habe statt eines Mauszeigers. Und dann, sobald ich auf eine Wand drauf gehe, wird mir dann die Tür schon in einer Voransicht dargestellt. Ich kann, je nachdem, auf welche Seite der Wand ich mich bewege, auch direkt kontrollieren, in welche Richtung klappt die Tür auf. Bei Fenstern ist das genauso. Damit kann ich dann die Innen-Außen-Orientierung festlegen. Und ich kann, bevor ich diese Tür überhaupt platziere, schon mit der Space-Taste die Klapprichtung innerhalb des Raumes entsprechend steuern, also nach links oder nach rechts. Das ist also im weitesten Sinne das Platzieren von Türen. Das Platzieren von Fenstern funktioniert genauso. Wir können vielleicht noch mal gucken, was es bei Türen so an Optionen gibt. Da habe ich beispielsweise den Fußbodenaufbau. Der sollte in der Regel, sollte man den immer auf 0 stellen. Das ist so eine Besonderheit des deutschen Contents, dass irgendjemand wohl dachte, es wäre eine gute Idee, die Türen standardmäßig so mit Parametern zu bestücken, dass ja, für diesen Fußbodenaufbau ein Wert von 10 cm eingetragen ist. Das hat halt zur Folge, dass die Türblätter dann entsprechend 10 cm über der Geschossebene schweben. Meiner Meinung nach kein so sinnvoller Ansatz. Aber das kann, je nachdem, also wenn ihr später im Büro arbeitet, wird das in manchen Büros so gehandhabt, in manchen Büros anders gehandhabt. Da gibt es keinen
keine allumfassende Wahrheit, wie das am besten gemacht werden soll. Ich kann hier die Sichtbarkeit der Sturzlinien direkt steuern. Ich habe die Möglichkeit, eine Schwelle oder Brüstung einzustellen, was in der Regel bei Türen relativ dämlich ist. Aber für manche Anwendungen, wie beispielsweise einen Heizungsraum, wo ich eine Ölheizung drin stehen habe und dann tatsächlich eine Türschwelle benötige, einfach aufgrund der Richtlinien, dann doch sinnvoll sein kann. Es gibt meistens Materialien für die diversen Bestandteile des Objektes. Das ist bei Fenstern nicht anders. Da kann ich beispielsweise einen Glastyp dann festlegen oder sowas. Und hier bei dieser Tür kann ich sogar festlegen, in welcher Höhe mein Türgriff sich befindet und teilweise dann zwischen verschiedenen Türgriffen wechseln. Alle diese Eigenschaften sind abhängig davon, was für eine Türfamilie ich geladen habe. Das ist also nicht bei allen Türfamilien gleich. Genauso die Typeneigenschaften, da können wir auch kurz reingucken. Bei dieser Tür sind das beispielsweise, ist es so, dass Breite und Höhe Typeneigenschaften sind, was eigentlich auch sehr sinnvoll ist. Auch bei Türen kann ich festlegen, sind das Innen- oder Außentüren. Das sollte definitiv auch richtig eingestellt sein, weil man auch wieder die Informationen im Modell natürlich oder die Bauteile im Modell nach solchen Informationen sehr schön filtern kann, wenn alles korrekt eingepflegt ist. So, grundsätzlich würde ich immer mit Türen arbeiten, bei denen die Maße typenbasiert sind. Es gibt in Revit aber auch andere Beispiele. Das ist jetzt hier, das sind diese Familien, die mit dem Namenszusatz Variabel versehen sind. Wenn ich die platziere, dann seht ihr, die haben hier solche Formgriffe. Ich wähle die Tür mal gerade aus. Die lassen sich also schön flexibel vergrößern und verkleinern. Das ist nett gemeint, aber eigentlich eine ganz schlimme Sache, weil wir bei Türen in der Regel immer mit Standardmaßen arbeiten, die sich am Mauermaß orientieren. Und selbst wenn das nicht der Fall sein sollte, wollen wir natürlich in unseren Projekten nicht irgendwie zig verschiedene Türmaße haben. Das heißt, es macht immer Sinn, die Türmaße über Typeneigenschaften zu steuern und nicht, wie in diesem Fall, über die Exemplareigenschaften, wo ich eben hier direkt im Exemplar die Größen anpassen kann. Sowas sorgt immer für eine uneinheitliche Planung und Fehler, die man später mühsam suchen muss. Gleiches gilt für die Fenster. Werkzeug ist hier. Ach, vielleicht noch mal kurz zu den Shortcuts. Bei den Türen ist das DR, bei den Fenstern WN, also leitet sich einfach aus den englischen Bezeichnungen ab. Fensterwerkzeug hat hier ähnliche Eigenschaften. Bei Fenstern sieht man oft eine Einbautiefe, wo ich dann also sagen kann, dieses Fenster ist so und so weit von der Außenkante der Wand eingebaut, das ist sicherlich sehr sinnvoll. Man hat hier oft grafische Eigenschaften, die man an- und ausschalten kann, Klapp- und Drehflügel beispielsweise. Ob ein Fenster eben solche Eigenschaften haben soll, Materialien haben wir vorhin schon bei den Türen gesehen. Und auch hier bei diesem Fenstertyp sieht man, Breite und Höhe werden über die Typeneigenschaften gesteuert. Hier sieht man, da ist relativ viel einstellbar bis zu den Rahmenmaßen, was natürlich auch je nach Hersteller einfach variieren kann. Deswegen ist das super, dass man solche Sachen hier direkt einstellen kann. Ja, und auch beim Fenster kann ich eben, ich mache das mal gerade, dass ich die auf zwei unterschiedliche Weisen platziere, gibt es eben eine Außenseite und eine Innenseite, die sich dann eben auch unterschiedlich verhalten. Das heißt, das hier ist korrekt platziert, wo halt die Außenschicht dann so ein bisschen vor den Rahmen gehen kann und hier ist es nicht korrekt platziert. Mit der Space-Taste kann ich dann hinterher sowas auch immer noch korrigieren. Das ist übrigens auch was, auf das wir achten. Das wird sogar automatisch geprüft an euren Modellen, ob die Fenster Orientierung der Wandorientierung entspricht.
So, das ist das Arbeiten mit Fenstern und Türen. Mehr muss ich da, glaube ich, nicht zu sagen. Man kann dann hier beispielsweise bei den Fenstern halt auch die Brüstungshöhe angeben und so weiter und so weiter. Fenster und Türen kann ich auch von Geschoss zu Geschoss kopieren. Wenn im Geschoss darüber an der gleichen Stelle eine Wand sich befindet, kann ich das mit den normalen Kopieren einsetzen, Befehlen von Revit direkt kopieren. Dann haben wir hier noch ein paar weitere Objekte, wie beispielsweise die Wandöffnung. Damit kann ich einfach in einer Wand eine Öffnung erstellen, also erst die Wand anklicken und dann die Öffnung in ihrer Breite steuern. Wir können das Ergebnis gerade mal im 3D-Modell oder in der 3D-Ansicht bewundern. Hier ist es. Das ist also die Öffnung. Diese Öffnungen sind dann eben in der Regel wirklich pro Exemplar in ihrer Breite und Höhe steuerbar. Das ist bei solchen Sachen dann auch sicherlich sinnvoller. Es gibt auch Türen, die als leere Öffnungen auftauchen. Das kann ich auch eben nochmal zeigen. Tür, Familie, Laden. Ich hoffe, ich finde die direkt. Ach ja, das ist hier diese Sache, die Türöffnung. Da habe ich also weder eine Zarge noch ein Türblatt. Das hat den Vorteil, dass diese Elemente halt auch innerhalb von Türlisten dann mit auftauchen würden. Wie man Türlisten und sowas erstellt, das kriegen wir auch später dann im Laufe des Semesters. So, dann gibt es noch den Fall des Durchbruchs. Das ist natürlich auch sehr sinnvoll, wenn ich dann hier mit Haustechnik in meinem Modell wirklich arbeite, wenn ich beispielsweise irgendwelche Lüftungsrohre habe, die durch Wände durchgehen, möchte ich natürlich entsprechend Wanddurchbrüche vorsehen. Das Schöne ist, wenn ich solche Wanddurchbrüche im Modell habe, kann ich die auch wieder mengenmäßig auswerten und in eine Ausschreibung beispielsweise überführen. Das würden wir machen über den Befehl Bauteil platzieren und dann entsprechend eine Familie dafür laden. Diese Familien finden wir hier unter Aussparungen und zwar beispielsweise Wandöffnung rechteckig. Genauso würden wir hier Wandnischen und Wandschlitze finden. Ich nehme jetzt einfach mal beispielhaft diese Wandöffnung rechteckig, aber mit diesen anderen Geschichten funktioniert es genauso. Oder ja, vielleicht besser den Wanddurchbruch. Das ist eigentlich das, was wir wollen. Und den kann ich dann hier einfach entsprechend platzieren an der Stelle. Und da natürlich auch wieder die Maße ändern. Und das sind einfach Familien, die man entsprechend sich auch noch bearbeiten könnte, um sie zu verändern. Gut, das ist das Thema Wanddurchbrüche. Dann hatte ich eben gesagt, es gibt ein böses Werkzeug, was ich euch nach Möglichkeit nicht benutzen sehen möchte. Und das ist das Werkzeug Wandprofil. Wenn ich eine Wand anklicke, dann habe ich hier im Menü Ändern als kontextabhängigen Befehl den Befehl Profil bearbeiten. Und der bringt mich dann in einen Skizziermodus, mit dem ich die Wand in ihrer Form oder in ihrem Profil verändern kann. Das kann beispielsweise so einen Effekt haben, dass ich hier sage, diese Wand hat so einen bogenförmigen Abschluss statt einem geraden Abschluss und sieht dementsprechend dann so aus, wie ich sie hier gerade gemalt habe. Das wäre gegebenenfalls sogar noch ein sinnvoller Anwendungsfall für diese Technik. Ein weniger sinnvoller Anwendungsfall für diese Technik ist der folgende. Ich gehe nochmal auf Profil zurücksetzen. Damit kommen wir zu unserem ursprünglichen Profil zurück. Gehe wieder auf Profil bearbeiten. Ich kann dieses Werkzeug durchaus nutzen, um Öffnungen zu zeichnen in Wänden. Die kann ich sogar noch verändern. Wunderbar. Hat allerdings den Nachteil, dass diese Öffnung niemals in irgendeiner Bauteilliste auftauchen würde, anders als diese Öffnung, die ich mit diesem Werkzeug hier gemacht habe.
Das heißt, das hier ist wirklich einfach nur Mist. Benutzt das nicht. Das macht keinen Sinn. Der zweite Anwendungsfall, der ebenfalls äußerst sinnfrei ist, ist, wenn ich beispielsweise eine Wand hätte, die über mehrere Geschosse geht und ich möchte, dass die Wand im einen Geschoss nicht über die gesamte Breite geht. Das könnte ich auch mit diesem Werkzeug machen. Ich gehe wieder auf Profil zurücksetzen und Profil bearbeiten. Und zwar einfach, indem ich hier das Ganze entsprechend verändere. Ich trimme das hier mal kurz. So und so. Und dann sieht das erstmal wunderbar aus. Das hat aber dann hinterher im Zusammenspiel mit weiteren Wänden. Also wenn ich jetzt beispielsweise hier oben, wir können das mal gerade machen. Welche Wand wird das wohl sein? Diese hier. Wenn ich hier oben jetzt eine Wand hätte, die hier hinläuft und ich möchte diese beiden Wände miteinander trimmen, dann seht ihr, das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht, weil ich das hier über das Wandprofil gemacht habe. Das heißt, wenn ich eine solche räumliche Situation habe, ist der beste Weg immer der folgende. Nicht das Profil zu bearbeiten, die Wände geschossweise aufzubauen. Und das heißt, dann diese Wand einfach kopieren, im Geschoss darüber einfügen, also in diesem Fall der Ebene 1. Und man sieht, ich habe sofort eine wunderbar aufgeräumte Wandverbindung an der Stelle. Die Welt ist in Ordnung, alles ist so, wie es sein soll. Nebeneffekt, ich habe auf jeder Wand, auf jeder Geschossebene eine separate Wand, die dann auch separat für dieses Geschoss gezählt werden kann. Muss mir dementsprechend keine Sorgen darüber machen, dass ich irgendeinen Mist gebaut hätte. Weiterer Nachteil an diesem Wandprofil bearbeiten ist, dass ich, wenn ich mit Nutzern anderer Software kooperieren will und diesen dann ein IFC-Modell zur Verfügung stellen möchte. Zu IFC werde ich später im Laufe des Semesters noch ein bisschen mehr sagen. Das ist das BIM-Standard-Austausch-Datenformat. Gibt das Probleme mit Wänden, deren Profil bearbeitet worden ist. Das heißt, dieses Werkzeug wirklich nur im äußersten Notfall einsetzen, wenn es gar nicht anders geht. Ein legitimer Anwendungsfall wäre beispielsweise, wenn ich eine Treppe hätte und dieser Treppe eine gemauerte Brüstung hinzufügen möchte. Dafür ist es wunderbar, dieses Werkzeug einzusetzen, weil ich damit einfach sehr leicht Wände mit einem schrägen Abschluss erzeugen kann.